Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen köstlichen Dessertklassiker für euch. Es gibt den klassischen, super beliebten Bananenpudding. Übrigens findet ihr mich seit einiger Zeit auch auf Watch Better. Dort könnt ihr meine regulären Videos jetzt immer schon eine Woche vor der Veröffentlichung auf YouTube anschauen. Auf dieser kostenlosen Videoplattform gibt es eine Menge hilfreicher Videos zu den unterschiedlichsten Themen. Schaut euch das Ganze unbedingt mal an und besucht meine Kanäle auf Watch Better. Ich freue mich schon auf euch. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 3 Eidotter der Größe M, eine Prise Salz, ca. 300 Gramm gesüßte Kondensmilch, 2 Teelöffel Vanillepaste, 65 Gramm Speisestärke, 1 Liter Milch, 7 bis 8 Bananen sowie Sahne, einmal 400 Gramm und einmal 200 Gramm. Wir starten mit dem Vanillepudding. Dazu wird die Speisestärke zunächst mit den Eidottern, dem Salz, der Vanillepaste und der Kondensmilch zusammen mit der Hälfte der Milch glatt gerührt. Dann geht's mit der Sahne weiter. Der Rest der Milch wird in einen Topf gegeben und aufgekocht. Anschließend wird die heiße Milch langsam und unter ständigem Rühren zu der vorbereiteten Puddingmasse gegeben. Durch diesen Schritt werden die Eidotter temperiert und gerinnen beim Aufkochen nicht mehr. So kommt alles zurück in den Topf und wird ca. eine Minute aufgekocht. Dabei bitte ständig rühren. Durch das Aufkochen bekommt die Masse dann die typische Puddingkonsistenz und die Stärke verliert ihren mehligen Geschmack. Mit Frischhaltefolie abgedeckt, muss der Pudding dann gut abkühlen. Wenn es soweit ist, wird er mit einem Schneebesen oder einem Pürierstab geschmeidig gerührt und kurz zur Seite gestellt. Dann geht's mit der Sahne weiter. 400 Gramm der Sahne werden fluffig aufgeschlagen, sollten aber nicht komplett steif werden. Die Hälfte der Sahne wird zur Seite gestellt, die brauchen wir dann später. Der Pudding kommt zur restlichen Sahne in die Schüssel und wird vorsichtig untergerührt. Dann ist die Creme fertig und es geht mit den Bananen weiter. Sie werden geschält und das Schichten kann losgehen. In einer Auflaufform wird der Boden mit den Keksen belegt und darauf kommt eine Schicht der Puddingcreme. Dann nehmt ihr euch die Bananen, schneidet dünne Scheiben davon ab und verteilt sie auf dem Pudding. So geht das Ganze dann weiter, bis alles aufgebraucht ist. Die letzte Schicht sollte die Puddingcreme bilden. Abgedeckt sollte das Ganze mindestens 2 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Zum Schluss könnt ihr das Ganze noch mit der restlichen Sahne, die ihr vorher aufgeschlagen habt, sowie Bananenscheiben und Eierplätzchen ausdekorieren. Probiert dieses himmlische Dessert unbedingt mal aus. Es lohnt sich, versprochen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.